Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Aliens Colonial Marines. Wir haben jetzt das Katapult geladen und die Königin, ja, fliegt jetzt. Tschüss! Oh. Tschüss, Missy. Ist das wirklich alles passiert? Auf, Schneider. Hinter dieser Tür ist Michael Wayland. Der Grund, warum wir alle hier sind. Der Flugschreiber der Sulaco ist verloren. Wei Yu hat alles in dieser Einrichtung vernichtet. Wir brauchen ihn lebendig und wir brauchen alles, was er weiß. Verstanden? O'Neill, ich brauch dich, Kumpel. Wir kriegen diese Kerle. Halt, stopp, stopp! Bevor ihr mich erschießt, wartet! Haben Sie überhaupt eine Ahnung? Wissen Sie überhaupt, was Sie anrichten? Bitte, bitte, tun Sie das nicht. Ich bin nur das Gesicht des Unternehmens. O'Neill, überlegen Sie sich, was Sie tun. Hab ich. Wir haben Sie, Kumpel. Nimm die Waffe runter. Kann ich nicht. Irgendwer muss büßen. Für Cruz. Für Keys. Für alle, die wir verloren haben. Für Sie. Muss ich erst Ihren Namen nennen? Wenn jemand Ihren Namen sagt, schieße ich ihm den Kopf weg! Das schwöre ich! Bitte schießen Sie mich nicht. Reden Sie nicht mit mir, Sie Dreckskerl! Darf ich Ihnen etwas sagen? Bishop, gehen Sie mir gefälligst aus dem Weg! Nein. Ich mache keine Scherze, Bishop. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, schieße ich Sie über den Haufen. Hey, die sehen das genau gleich Sie aus. Das werden Sie nicht, denn Bella würde das nicht ich wollen. Ich habe gesagt, nicht Ihren Namen! Bella. O'Neill, schießen Sie! Hicks, was? Was soll das, Mann? O'Neill, Sie sollen ihn erschießen. Das ist der Plan. Treten Sie zurück, Corporal! O'Neill, tun Sie es nicht. Die sehen gleich aus, zwei da. Danke, dass ich nicht getan habe. Oh mein Gott. Ich hab gerade euren Gott erschossen. Wir brauchten ihn! Seht genau hin. Das war nicht der echte Wayland? Nein, Corporal. Aber woher haben Sie gewusst, dass er nicht der echte war? Wir sollen also rausfinden, was er wusste? 13 Wochen und 4 Tage lang war ich in Ihrer Gewalt. Stundenlange Folter. Immer wieder und wieder. Manchmal dachte ich, ich stehe es nicht durch. Aber wenn man nur zu zweit in einem Raum ist, merkt man, wenn der andere nicht atmet. Warum ließen Sie ihn nicht am Leben? Weil er euch alle bei der ersten Gelegenheit getötet hätte. So funktionieren die. Bishop? Ich kann alle seine Daten herunterladen. Das ist ein Sondermodell. Wir könnten Glück haben. Was brauchen Sie, Bishop? Macht Platz und bringt mir ein Skalpell. Ist das gefährlich? Mein Gehirn ist verkabelt. Blöde Frage, Entschuldigung. Sind Sie bereit, Bishop? Ich bin schon beim Herunterladen. Einen Moment, Winter. Wird das funktionieren? Das funktioniert. Woher wollen Sie das wissen? Sie haben also auch ein Mädchen verloren? Ja. Ich auch. Es muss funktionieren. Bishop, sind Sie in Ordnung? Sagen Sie mir, dass wir etwas haben. Irgendetwas. Wir brauchen echt einen Erfolg. Wir haben alles.
Ja, das war dann wohl Aliens Colonial Marines. Das Ende war ja jetzt... Gut, ich kenne die Filme nicht. Ich kenne allgemein das Aliens-Universum nicht. Aber ich habe halt so gelesen, dass dieses Spiel ja eigentlich nicht so toll gewesen sein soll. Ich fand es jetzt vom Spielen her ganz okay. Es gab einige Sachen, wo ich mir schon dachte, das ist relativ schwer und finde ich ganz cool, aber so alles in allem ist es ganz okay. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ja, wenn man sich im Alien-Universum nicht auskennt, weiß man auch nicht wirklich genau, um was es hier geht. Ich habe jetzt irgendwie nur mitgekriegt, dass wir ja, von dem Planeten noch runter müssen, weil die da so Forschung betrieben haben. Aber ansonsten, ja... Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, jetzt lassen wir mal die Credits durchlaufen. Und vielleicht kommt ja noch etwas, das die Story ein bisschen, ja, vollendet. Weil das war ja jetzt, ich weiß nicht, fand ich jetzt nicht so doll. Der wurde verkabelt, hat das Zeug runtergeladen und wusste dann alles. So, und jetzt, was passiert jetzt? Geben sie die ganzen Daten weiter? Valent Yutani geht unter? Oder sterben die jetzt noch? Oder was weiß ich? Oder... Was soll ich da noch großartig dazu sagen zu dem Game, ne? Die Grafik war ganz okay. Ja. Die Steuerung eigentlich auch. Manchmal waren die Gegner ein bisschen komisch und mir hätte es auch gefallen, wenn ein paar mehr Gegner gewesen wären, außer die Xenos, die... Also es gab ja die langsamen Xenos, die Spugger Xenos, die schnellen Xenos. Dann diesen einen, diese Fetten da, den einen, wo wir da mit dem Gabelstapler oder was das ist, da kaputt gemacht haben. Den anderen, wo wir beim Panzer rumgestanden sind und haben ihn erschossen. Und jetzt noch die Königin. Dann gab es ja noch den normalen Soldaten, dann den fetten Soldaten und ja. Mehr waren es, glaube ich, nicht. Also hätte man schon noch ein paar andere Charakterklassen reinschmeißen können. Waffenmäßig, ja, waren eigentlich auch relativ viele dabei. Ich fand es auch gut, dass man sie sich selbst gestalten konnte und sie selbst zusammenbauen. So, ja gut, es war jetzt nicht so großartig viel, was man selbst zusammenbauen konnte, aber naja, besser als nichts. Aber ich bin ja hauptsächlich eben mit der MG durchgelaufen. Ja. Was könnte man noch sagen? Keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich mir überlegen, was ich als nächstes Let's Play. Ich habe momentan noch keine Ahnung, was ich mache. Da Titanfall ja in... Lass mich nicht lügen. Müsste in den nächsten 2-3 Wochen rauskommen. Das heißt, ich brauche ein Spiel, das in 2-3 Wochen auch vorbei dann ist. Und ja. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich dann ein Adventure-Game mache. Also so ein, so, ja, so Point-and-Click-Adventure. Oder wieder sowas in die Richtung wie jetzt. Muss ich mal überlegen. Das seht ihr dann ja in der nächsten Folge und im nächsten Let's Play, was ich spielen werde. Und wenn euch meine Videos gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ich würde mich auch über Kommentare freuen, ja, wie schon gesagt, was ihr über das Spiel findet, was ich als nächstes spielen sollte, oder allgemeine Kritik, Lob oder was auch immer ihr habt. So, jetzt müsste doch die Credits auch langsam mal vorbei sein. Oh yeah, Aliens, big thanks to the Bryant and fellow blah blah blah. Thanks to all my friends and family who have supported me, even the crazy ones, okay. Gott, das dauert immer so lang. Kann man das nicht irgendwie vorspulen? Ich will nämlich nicht auf zurückdrücken, weil wahrscheinlich kommt dann noch was. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, komm schon, da fehlt doch nicht mehr viel. Thanks to Richard, howdy. Big thanks to everyone at Gearbox. Ach ja, Gearbox.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die sowas noch raushauen neben Borderlands. Passt so vom Erfolg her und vom Spielprinzip und allgemein gar nicht so zusammen. Borderlands richtig cool und das hier ja eher mittelmäßig. Apropos Borderlands könnte ich auch Let's Playen, habe ich zwar schon zweimal durch, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann könnte ich eventuell sogar einen Kumpel finden, der das mit mir daddelt, also hätten wir ein Let's Play together. Das müsste ich aber erstmal schauen, ob das klappen würde von der Zeit her. Aber erstmal schauen. So, in 4 Minuten ist die Folge auch vorbei, dann sind wir schon bei 15 Minuten und ich hoffe in 4 Minuten ist auch mal... Ja, ich hoffe in 4 Minuten sind auch mal die Credits vorbei. Wir sind ja gerade bei Timegate Studios. Ja, das sollte dann nicht mehr viel sein, weil ich glaube oben drüber war schon Gearbox und das andere wird dann nicht mehr so groß sein. Kennt jemand von euch eigentlich die Alien, das Alien-Universum? Könnt ihr mir ja ein bisschen was erzählen darüber, damit ich da auch mal so ein bisschen was weiß. Wenn nicht, muss ich mir mal die Filme besorgen. Ah ja, da habe ich auch gleich die nächste Frage dazu. Sind die Filme gut? Das weiß ich nämlich nicht. Wenn mir das einer sagen könnte, dann könnte ich mir mal überlegen, ob ich sie anschaue oder nicht. So, Programming sind wir schon. Additional Programming, Lead Tools Programmer, Michael Celli. Der Michael Jahn, der Christian Selberede und der Jakob Waschenfelder. Andrew Montgomery. Quality Assurance. Additional Quality Assurance, okay. Administration. Ronnie Hobbs, Ashley Reck. Geh doch mal schneller hier, hallo. Ups. Aber ich habe nicht auf zurück gedrückt. Ja, ich glaube, das war's. Ja, hallo. Gut, dann muss ich auf Spiel verlassen klicken und... Da kommt nichts mehr. Wahnsinn. Okay, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, tschüss.